Servus, moin moin und hallo bei einem weiteren Video. Es gibt Neuigkeiten bei Age of Empires 4 und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Genau, also was ist neu bei Age of Empires 4 oder was wird neu? Also es kommen zwei neue Fraktionen, was ja schon mal ziemlich geil ist. Das steht hier, bla bla bla, Gamescom, und es wird auch ein Free-to-Play-Wochenende geben. Also ab heute, ab dem 25. kann man Age of Empires 4 kostenlos spielen, bis am Sonntag, denke ich, vermutlich mal. Genau, so schaut gerne rein. Und ansonsten, genau hier in diesem Trailer-Video werden die Einheiten vorgestellt, die neuen Fraktionen. Es ist relativ nichtssagend, man sieht kaum etwas, aber kann man jetzt sicher gerne mal anschauen. Also jeder, der Bock drauf hat, kann ja selbst reinschauen. Aber jetzt eben viel wichtiger, es kommen zwei neue Fraktionen, einmal die Ottomans und einmal die Malians. Die schauen wir uns jetzt mal nochmal im Detail an. Genau, fangen wir mal mit den Ottomans oder Ottomanen oder wie auch immer die dann heißen an. Also die Ottomanen sind ein Volk, die jetzt stark von ihren militärischen Fähigkeiten profitieren, von ihrem Rat. System, Imperial Council System und halt eben von diesem vom militärischen Schulensystem, wie auch immer. Oder, also, die werden halt eben spezielle Gebäude haben, da, wo man halt gewisse Boosts wieder machen kann oder wie auch immer. Und ja, also, das ist alles so Hintergrundinformation. Das kann sich jeder, den es wirklich mehr interessiert, dann selbst durchlesen. Uns geht es ja quasi jetzt um die Neuigkeiten oder was das Volk so besonders macht. Und was sieht man hier schon mal? Great Bombard. Also, da bekommt natürlich schon jeder mal richtig Bock drauf, weil es sieht dann einfach nach einer richtig fetten Bombarde aus. Also wahrscheinlich die stärkste, die es dann im Spiel gibt. Genau, die most dominant siege weapon available across the main civilizations. Da steht es eh schon. Und ja, was wird jetzt Besonderes können? Das ist eine gute Frage. Also es wird halt hier auf diesen Splash Damage eingegangen, also auf den Flächenschaden, die sie wahrscheinlich austeilt. Also es kann schon interessant sein, wenn man da wirklich so mit dieser Bombarde. Die wird halt nicht nur stark gegen Mauern und Gebäude sein, wie halt die normalen auch, sondern auch, wenn da wirklich eine größere Armee steht und reinballert durch diesen Flächenschaden, kann man da wahrscheinlich richtig ordentlich austeilen. Und wahrscheinlich kann man damit auch andere Siege Units kontern, denke ich. Wenn schon die most powerful Einheit ist, dann kann man da wahrscheinlich relativ gut auch eben den Gegner kontern. Aber werden wir sehen. Dann die zweite Einheit sind diese Meter. Das ist also eine Reitereinheit, die Trommeln haben, und mit diesen Trommeln können sie quasi die anderen Einheiten des Volks buffen. Und dann gibt es halt eben, dass die Angriffsgeschwindigkeit gesteigert wird, dass die Nahkampfrüstung gesteigert oder die Rüstung gegen Fernkampfangriffe gesteigert wird. Aber es kann natürlich immer nur ein Buff verfügbar sein und den kann man natürlich aber auch wechseln. Aber es hat dann immer natürlich einen kurzen Cooldown, also dauert natürlich immer, bis der neue Buff dann zählt. Das erinnert mich ein bisschen so an die Mongolen, da halt an den Genghis Khan oder wie das heißt. Weil der kann ja quasi auch um diese Buffs machen. Das glaube ich wird hier relativ ähnlich sein. Ich weiß dann auch nicht, ob man nur einen davon baut oder ob man die alle nur einmal hat oder ob man die öfters bauen kann und dann quasi immer die einzelnen Einheitengruppen auf dem Schlachtfeld bufft. Das wird man alles noch rausfinden müssen, aber klingt an sich schon mal ganz nett. Und die dritte Einheit, die hier neu ist oder die bei denen besonders ist, sind diese Sipahi. Das sind halt leichte Reiter, also leichte Kavallerie. Die haben halt auch wieder Fähigkeiten oder auch eine Fähigkeit, wie auch immer. Und zwar, die können sie halt auch wahrscheinlich aktivieren, damit halt ihre Attack Strength, also es wird wahrscheinlich einfach der Angriffsschaden, also der Schaden, den sie austeilen, einfach sein steigern, aber für eine kurze Periode. Aber gleichzeitig erhalten sie auch selbst mehr Schaden. Und das finde ich tatsächlich schon mal relativ interessant. Also man merkt schon, hier die Einheiten, da geht es wirklich oft darum, dass die Einheiten individuelle Fähigkeiten haben, die man aktivieren muss. Und sowas kann man natürlich dann halt strategisch echt hochinteressant nutzen. Ah, ich sehe gerade, meine Fresse ist ja die ganze Zeit im Weg. Ja, moin. Genau, so hier von denen habe ich jetzt ganze geredet. Und das Ding ist halt, man kann sowas echt strategisch gut nutzen. Zum Beispiel denke ich, ist halt sowas relativ gut zum Raiden. Wenn man quasi reinläuft, die Fähigkeit aktiviert, viel Schaden austeilt, damit abhaut, bevor der Gegner mit seinen Einheiten kommt und man Schaden bekommt, weil der dann auch erhöht ist. Also wahrscheinlich ist es nicht so, dass man die an die Front schickt, weil vor allem auch leichte Kavallerie. Die werden nicht an der Front kämpfen, Fähigkeit aktivieren und dann fallen die sofort um. Also die sind nicht zum Tanken hier, logischerweise. Ist dann auch interessant, wie man das vielleicht dann kombinieren kann mit den Metern. Da sagt man, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit und hier den Angriffsschaden. Das klingt für mich eher stark zum Raiden, so vom Prinzip her. Aber das finden wir natürlich alles raus. So, dann, was ist noch interessant? Schauen wir uns doch mal die Zeitalter an. So, das ist meine Kamera. Ich mache mich jetzt mal kleiner, die will eh keiner sehen. So, also die vier verschiedenen Zeitalter.
H1, was ist beim H1? Also da gibt es ja einmal als Wahrzeichen diese Military School. Die produziert kostenlos Einheiten, aber halt wesentlich langsamer. Man kann quasi einstellen, was produziert werden soll, ob halt quasi genau Barackeneinheiten, Stalleinheiten oder Range-Einheiten, also Bogenschützen etc. produziert werden soll. Und das wird halt wirklich permanent über die Zeit produziert. Man stellt halt einfach ein, ich will jetzt einen Nahkämpfer haben. Das sieht man hier ist auch ein Speerkämpfer. Und dann wird halt wirklich langsam über Zeit immer hier eine Einheit produziert. Kann ganz interessant sein. Er spart einem halt schon wieder ein bisschen Zeit, wenn quasi hier Einheiten von alleine produziert werden. Man kann sich dann auf andere Sachen konzentrieren. Machen wir gleich weiter mit dem H2. Ein Economic Landmark oder wie? Genau, es hilft halt eben Nahrung, also Nahrung oder Gold Production zu erhöhen. Wie genau es abläuft, weiß ich jetzt auch nicht. Ob dann quasi einfach man das einstellt und dann einfach geht dann die Nahrungssammelrate oder der Ertrag hoch, weiß ich jetzt auch nicht. Und durch dieses Gebäude kann man eben dann diese Sipahi und diese Meta produzieren, also hier diese zwei Einheiten kann man dann dadurch produzieren, um halt eben relativ früh mit denen dann auch Action zu machen. Genau, dann machen wir weiter mit H3. H3, hier sieht man auch nochmal neue Einheiten sozusagen, die man mit denen bauen kann. Das sind halt quasi wie die Handrohrschützen oder Handkanoniere, bloß halt quasi von denen nochmal spezieller eventuell. Aber es geht jetzt nicht hervor, was die irgendwie besser können, wenn ich den mir so durchlese. Also steht jetzt nicht irgendwie, ob die eine größere Reichweite haben, mehr Schaden machen, wie auch immer, sondern die werden wahrscheinlich anders sein wie die klassischen Handkanoniere, aber was genau steht jetzt hier nicht drinnen? Also eben steht Specific Hand Cannoneers. Also sie werden irgendwie vielleicht auch eine Fähigkeit haben oder wie immer, aber das werden wir ja dann noch rausfinden. Und zu guter Letzt H4, da sieht man natürlich schon diese fetten Bombarden, also holy shit, die werden richtig reinballern, wenn man so weit kommt. Ja, wenn er ballern will, keine Ahnung, ich baller gerne, ne? Und was kann man hier noch machen? Dann je nach Landmark, entweder halt die Produktionsgeschwindigkeit von Einheiten kann man hier quasi erhöhen oder eben, dass die Händler schneller sind. Also muss ich wahrscheinlich auch festlegen. Dann ist dann natürlich die Ausrichtung vom Spielstil, will ich jetzt wirklich aggressiv werden und das Spiel eher schnell beenden, dann werde ich wahrscheinlich eben, dass ich meine Einheiten wesentlich schneller produzieren kann, nehmen. Oder will ich halt wirklich noch mehr ins Late Game kommen und dann einfach von einer starken Wirtschaft profitieren, dann nehme ich mir natürlich das andere, dass meine Trader halt einfach schneller sind und ich dann da wesentlich mehr Gold generiere. Und dann halt natürlich zu meiner fetten Bombarde kommen und dann wahrscheinlich alles wegbrusselt. Das werden wir rausfinden. Genau, so viel mal zu den Good Old Ottomans. Dann würde ich sagen, schauen wir uns als nächstes die anderen an. Genau, das zweite Volk der Malians, die Malianen, wie auch immer, sagt mir jetzt so auch nichts, also weiß jetzt nicht genau, wo die herkommen, aber sieht eher so noch Osmanisches Reich oder so in die Richtung aus, würde ich jetzt mal tippen. Und genau, was macht das Volk jetzt besonders oder was ist bei denen so geboten? Ja, es steht hier schon, das ist ein Economic Volk, also stark auf die Wirtschaft besonnen, viel Gold produzieren, aber auch viel Gold ausgeben. Reich und ich scheiß auf alles. Und die sind halt so für Hit-and-Run-Taktiken und eher für Raids und haben auch wirklich wieder einzigartige Infanterieeinheiten. Bei denen soll es anscheinend auch unsichtbare Einheiten geben. Wie genau es an dem Spiel funktioniert, wann werden die Einheiten unsichtbar, was kann man gegen unsichtbare Einheiten machen, wird man noch rausfinden. Aber die sind jetzt schon, man sieht schon, ein Wirtschaftsvolk mit eher so viel Raiden, Schlagen, Weglaufen. Also das glaube ich, klingt für mich relativ mikrointensiv, aber es findet man natürlich auch raus. Hier ist dann wieder eben der Text, was sie da so können. Da sieht man schon das spezielle Gebäude von denen. Aber da kommen wir gleich dazu. So, was sind es deren speziellen Einheiten? Einmal die Musofadi Warrior, das sind Female Warrior, also Frauen, ja cool. Und die sind dann auch für diesen Hinterhalt und Unsichtbarkeitstaktik bekannt. Also anscheinend können die schon diese Nahkampfeinheiten hier unsichtbar werden oder eben halt auch eben so für Hinterhälte sind die ganz gut. Also sie haben mit sehr wenig Leben, haben auch keine Rüstung und sind aber durch ihre Geschwindigkeit halt besonders gut. Und deswegen eben, man schlägt zu, läuft wieder weg, dass der Gegner halt keinen Schlag drauf bekommt. Weil wenn der Gegner mit ein bisschen stärkere Einheiten kommt, werden die wahrscheinlich sofort aus den Latschen fallen. Aber klingt interessant, aber erfordert natürlich halt auch wieder viel Aufmerksamkeit oder eben gutes Micromanagement. Genau, was sind die zweiten Einheiten? Die zweiten Einheiten sind die Javelin Thrower. Ja, sind auch wieder Skirmisher, also für den Angriff, bla bla bla. Und die ersetzen
die Crossbows, also die Armbrustschützen werden durch die ersetzt, oder sind die Armbrustschützen quasi von den Malians. Und da steht es auch schon, Ranged Units deal Bonus Damage, also wahrscheinlich eben dann auch wieder gegen andere Ranged Einheiten machen sie Bonusschaden. Und ich glaube, genau, also hier, wenn man hier so liest, Additional Range, also sie haben auch eine größere Reichweite, also sind dann wirklich quasi so richtige Konteinheiten von Fernkampfeinheiten. Oder man kann ja auch relativ gut Nahkampfeinheiten wahrscheinlich damit wegballern, wenn du eh schon eine erhöhte Range hast. Schmeißt, laufst weg oder schießt. Aber für mich sieht es eher nach Werfen aus, also sie werfen. Ja, genau, ja, das laber ich. Steht ja dabei, dass sie Thrower sind, also die schmeißen natürlich einen Speer oder so und haben eben keine Armbrust. Macht ja auch Sinn. Gut, jetzt muss ich mich wieder kurz umdingsen. Und dann die dritte Einheit, die bei denen besonders ist, sind die Donzos. Das ist eine Anti-Kavallerie-Einheit. Oder eine Kavallerie-Jäger-Einheit, wie man es auch immer nennen will. Und die haben ein Speer und ein Schild. Was für mich jetzt mal bedeuten würde, dass die Speerträger wahrscheinlich noch mehr aushalten oder einfach stärker sind wie die normalen Speerträger. Weil sie durch das Schild wahrscheinlich dann gepanzerter sind und nicht so schnell aus den Latschen fallen, wie ich jetzt immer schon sage. Und was halt auch wieder super cool ist, die können halt, die haben noch diesen zweiten Speer sozusagen oder... They are also equipped, also ausgerüstet mit diesem Javelin, und der Javelin ist ein Speer zum Schmeißen. Und du kannst eben dann auch nochmal automatisch sogar auf die Gegner schmeißen. Also wenn du quasi auf der Distanz stehst, schmeißt die ihren Speer, kommt der Gegner ran, sind sie im Nahkampf. Und dann haben sie ihren normalen Speer, denke ich, und halt vor allem ihr Schild. Also das ist, glaube ich, eine richtig krasse Kavallerie-Konter-Einheit. Was da natürlich interessant sein könnte. Das sind halt, ist schon mal ganz gut, weil du hast ja quasi dein Wirtschaftsvolk. Und du willst ja quasi mit dem Wirtschaftsvolk vielleicht relativ schnell deine Handelsrouten aufbauen. Da kommen wir gleich nochmal dazu, wieso man dann Handelsrouten aufbauen will. Und wenn du dann die hast, kannst du halt eben so Raids oder so durch die Kavallerie relativ gut vielleicht abfedern. Also wie es dann sich im Spiel verhält, findet man wahrscheinlich früher oder später eh raus. So, und jetzt schauen wir uns eben nochmal die unterschiedlichen Zeitalter von den Malians an. So, hier sieht man schon das erste Gebäude vom Age 1. Das setzt man aufs Gold. Also auch wieder ähnlich wie bei den Mongolen. Und dann wird halt eine frühe Wirtschaft halt geboostet, also wahrscheinlich wird dann die Gold-Sammelrate erhöht oder wie immer. Oder ist es die Frage, man weiß es auch nicht, steht jetzt hier meines Erachtens nicht drin, ob man es aufs Gold setzt und es dann von alleine Gold produziert oder ob man dann die Arbeiter da reinschicken muss, dass dann Gold produziert wird. Also entweder du sparst dir einfach die kompletten Arbeiter fürs Gold und kannst die woanders, weil das Gebäude von alleine Gold produziert, was geil wäre, oder du schickst die Arbeiter hier rein. Dann sind sie aber auch gegen Raids geschützt, was halt auch ganz geil ist. Also auf jeden Fall ist ein interessantes Gebäude, würde ich sagen. Und ja, unterstreicht halt so diese Wirtschaftsding-Strategie von diesem Volk. Gut, als nächstes, jetzt wird es interessant, von dem habe ich jetzt eben schon gesprochen. Genau, dieses in Age-Expanden, diese Outposts, diese tollen Outposts, welche zusätzliches Gold generieren, wenn, da steht Passing Caravans, also wenn diese Karawanen an diesem Gebäude vorbeilaufen, dann wird Gold produziert. Oder müssen die dann auch hinlaufen? Ich weiß aber, da hier Passing steht, heißt es für mich, wenn dieser Händler vorbeiläuft, dann wird Gold produziert. Also sprich, du baust auf deiner Handelsroute mit dem Markt, zum Markt, mit deinen Karawanen halt, zu den Außenposten, diese Gebäude, so ähnlich wie die Türme bei den Mongolen, und dann produzierst du Gold. Und das geht halt schon ab Age 2. Also du willst relativ früh mit diesem Volk eigentlich so deine Handelsroute aufbauen, was halt natürlich wieder anfällig ist, dass es geradet wird. Und dann braucht man eben die anderen Einheiten wahrscheinlich, eben hier die gut gegen Reiter sind, oder vielleicht auch die unsichtbaren Einheiten, dann den reinstellt auf die Handelsroute, unsichtbar, der Gegner meint, er kann raiden, dann tauchst du plötzlich auf und kannst ihn vielleicht doch noch irgendwie niederstrecken oder so. Also kann interessant werden, klingt für mich aber auch wieder nach einer Herausforderung und gar nicht mal so einfach zu spielen. Dann das dritte Zeitalter. Genau, also da gibt es diese Goldbaracken-Landmark, von der wir ja schon gesprochen haben, gibt es diese Goldbaracken-Landmark, und dann kann man hier eben massiv viel Einheiten bauen, oder wie Producing Units en masse. Also en masse, ja genau. Also relativ viel Einheiten kann man hier dann rausballern, und die dann auch wieder halt für Hit and Run und Raiding und Ambushes gut sind. Da gibt es hier weitere Technologien für die Sofa Horsemen, für die Archers und die Donzos. Für Donzos sind eben diese Typen hier, diese Speerkämpfer. Genau, even more tools, pressure opponents, also wahrscheinlich gibt es dann auch hier unterschiedliche Technologien für die ganzen Einheiten, aber davon hat man jetzt auch noch gar nichts gelesen, welche Upgrades es geben wird und so, aber ich denke, das wird dann stark in die Richtung gehen, dass man seine Einheiten individuell nochmal verfeinern kann. Und genau, die Archer, also das sind dann nicht die, also das sind ja quasi die
Armbrustschützen, sondern die normalen Bogenschützen, die man hat, die bekommen vergiftete Pfeile, was so viel heißt, die schießen nicht, sie schießen und machen Schaden, sondern die schießen, machen wahrscheinlich weniger Schaden wie die normalen Bogenschützen, aber dann über Zeit kommt quasi durch dieses Gift noch immer wieder Schaden dazu. Genau, inflicts additional damage over time. Klingt interessant, gibt es ja bisher noch gar nicht in dem Spiel, so viel ich weiß, dass man quasi über Zeitschaden macht, sondern das ist glaube ich auch zum allerersten Mal, dass sowas eingeführt wird. Ist interessant, wie stark das dann wirklich ist und wie viel Schaden dann durch dieses Gift ausgeteilt wird, weiß man nicht. Aber ist zumindest interessant und einfach was anderes. Also finde ich schon wieder von Haus aus cool. Dann kommen wir jetzt noch zum Age 4 bei den Malians. Genau. Hier kann man globale Buffs bekommen durch dieses eine Landmark. Also einfach, ja, du baust das Landmark und dann haben alle deine Einheiten auf der ganzen Karte diesen Buff. Dann eben halt wieder unterschiedliche Optionen, um seine Ökonomie zu verbessern. Additional Firepower. Oder eben, genau, was to add to, also die Siege-Einheiten bekommen halt wieder mehr Firepower. Also da gibt es dann einfach ganz viel Technologie-Upgrades. Wie die dann letztendlich aussehen werden, muss man sich dann eh ansehen im Spiel, was die dann genau machen und wie viel die Reichweite, steht ja hier nur allgemein geschrieben, aber klingt cool. Und hier wird meines Erachtens nach noch eine vierte neue Einheit eingeführt, weil hier haben wir die Musufadi Warrior, das sind diese Nahkämpferfrauen, und hier steht es einfach Musufadi Gunner. Also sowas wie Handrohrschützen wieder oder einfach halt ja Gunner. Und die haben halt auch wieder den Vorteil, dass sie eben Stealth haben. Also die sind wahrscheinlich dann auch unsichtbar. Beziehungsweise, die sind nicht dauerhaft unsichtbar, sondern hier steht es eigentlich ja, sie können diese Stealth für eine kurze Periode aktivieren. Also auch außerhalb von diesen Wäldern, wo man unsichtbar wird. Also sprich, man kann diese Gunner bauen, kann dann die Fähigkeit wahrscheinlich wieder aktivieren, also wieder die Fähigkeit für die Einheit, die man speziell aktivieren muss. Dann werden die unsichtbar, also man kann dann theoretisch schießen, unsichtbar machen, aus dem Kampf fliehen oder unsichtbar reinlehnen und dann Hinterhalt starten. Also gibt es auch hier wieder mehrere Möglichkeiten wahrscheinlich, wie man dann diese Stealth nutzen kann. Alles im Allen finde ich es cool, also die klingen beide schon sehr einzigartig, die Völker, oder unterschiedlich. Wie sie dann letztendlich zu spielen sind, muss man echt mal schauen, wenn man dann wirklich die kompletten Werte zu den Einheiten hat und wie sich das so im Laufe des Spiels dann entwickeln wird. Allen im Allen finde ich es aber cool, dass jetzt zwei neue Völker kommen, und ich bin mir auch sicher, dass in Zukunft noch viele weitere Völker kommen werden. Ansonsten schaut gerne noch bei den anderen Age of Empires Videos rein, wo ich eben Tipps und Strategien herzeige. Auch so ein paar Geheimtricks, nenne ich es mal, oder so. Also gerne mal reinschauen bei den anderen Age of Empires Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, wiederschauen und reingehauen.